Mit dieser Kampagne haben wir eine neue Richtung eingeschlagen, eine komplett neue Richtung. Mein Name ist Martin Teinert, ich bin Teamlead für Display und Social Platforms hier bei der Freenet AG und verantwortlich für die Telekommunikationsmarken unserer Gruppe. Und das ist unter anderem die Mobilcom Debitel, die Klarmobil, die Kornmobile und Freenet Mobile. Das Ziel unserer Klarmobil-Kampagne war, Kunden zu gewinnen und das auf eine möglichst effiziente Art und Weise. Wir nutzen dabei bislang schon sehr viele Datenquellen. Viel interessanter wird das ganze Thema aber dann, wenn du auch eigene Kundendaten einsetzen kannst. Diese Chance haben wir letztes Jahr gesehen, sind dann aber natürlich auf die Herausforderung gestoßen, das Ganze GDPR-konform auf die Beine zu stellen. Hier hat uns Google geholfen, Customer Match erstmalig durchzuführen. Und hierbei haben wir uns auf Semi-Audiences fokussiert. Wenn du jemanden identifizieren kannst, der sich ähnlich verhält wie dein Kunde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dessen Affinität eben auch zu deiner Marke zu wechseln, wesentlich höher ist. Ich kann auf diese Profile statistische Zwillinge bilden. Der Vorteil liegt auf der Hand. Zielgerichtete Targeting ist Targeting meiner Audience. Wir konnten durch den Einsatz von Customer Match bei der Trigger for Action Kampagne eine Optimierung der Cost per Conversion um 30% erzielen. Der Case hat gezeigt, dass wenn man bereit ist, die gewohnten Pfade zu verlassen und neue Wege zu gehen, einem überraschend gute Ergebnisse erwarten. Großartig.